Moin, moin meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Payback. Gestern haben wir einfach zwei Folgen gemacht, ich habe eine lange Aufnahme gemacht und habe dann gemerkt, okay, das wird ein bisschen viel für einen Part. Dann habe ich gedacht, machen wir zwei Parts draußen. Dann habe ich mir aber gedacht, das ist ja ein bisschen kurz für nur einen Part am Tag. Dann habe ich einfach dann doch beides rausgehauen, aber halt als zwei Parts. Und euch hat es gefallen und meine Entscheidung für den Porsche Cayman GT4 hat auch den meisten Leuten gut gefallen. Klar, der eine oder andere hätte lieber was anderes genommen, so ist das halt mit Geschmäckern. Die sind verschieden, aber die meisten fanden meine Entscheidung doch ganz gut. So ein Porsche als Racer, finde ich, passt auch sehr, sehr schön. Es haben mich einige Leute gebeten, dass ich ihn nicht so übertrieben tunen soll. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, hatte ich sowieso nicht vor. Für mich soll der Porsche seine Porsche-Klasse behalten. Und ein bisschen was machen, aber natürlich trotzdem. Zum Beispiel den Bock ein bisschen tiefer legen, da geht sowieso nicht mehr viel. So ein bisschen was kann man aber machen. Sturz kriegt er natürlich nicht. Und farblich muss ich ganz ehrlich... Okay, wir gucken erstmal. Vielleicht können wir den ja so ein bisschen in Richtung... Ah, okay, doch, so ein bisschen was kann man schon machen. Also wir werden auf jeden Fall auch optisch was machen. Also so das Zeug machen wir schon, aber wir werden von der Lackierung her was machen, wo jetzt nicht so mega viele Sticker sind. Ich finde, das hat der Wagen nicht verdient, dass man da so übertrieben viele Sticker dran haut. Und auch so eine Lippe finde ich eigentlich ein bisschen zu viel des Guten. Das können wir von mir aus noch machen hier, so einen kleinen Blech. Dann sieht das, dann geht das so ein bisschen in Richtung GT3 RS, wisst ihr? Wenn er jetzt hier noch, genau, sowas habe ich doch gesucht. Dann hat er so ein bisschen den richtigen Racer-Look. Der fehlt dem GT4 noch so offensichtlich von außen. Sieht ja schon sehr sportlich aus, das Auto. Aber wenn man dann noch sowas macht, hier so ein bisschen diese Lüftungsschlitze, die Motorhaube und ein bisschen hier und da, dann wird es ein richtiger Racewagen und so soll es ja sein. Das wird ja schließlich unser neuer Racer. So, also wird das alles noch passend gemacht hier. Ich glaube sogar, dass ich die Felgen lasse, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen die Felgen ziemlich gut, die originalen Porsche-Felgen. Sehr, sehr schick. Auspuff geht immer noch nicht. Wir haben inzwischen eine Geschwindigkeit von 297 erreicht, aber 314 sind wir noch ein Stückchen weit weg. Und wir machen einfach mal wieder hier Walle. Bisher ist also, warte mal, wie hieß der Typ, der den Porsche gefahren ist in Most Wanted? War das Baron? War das Baron, der in Cayman gefahren ist? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Wir nennen uns jetzt einfach mal Baron heute. Und wenn das nicht war, dann ist auch egal. Dann ehren wir ihm trotzdem heute. So, Kofferraumdeckel kann man auch ändern. Da kann man eine kleine Lippe, die kann man sogar noch ein bisschen erhöhen, die Lippe quasi. Weiß ich aber nicht. Und der Spoiler, der ist wahrscheinlich, den lassen wir wahrscheinlich Serie. Wobei, schaut mal hier, der ist gar nicht so riesig. Ja, okay, der ist groß, der ist groß. Aber wir können den normalen Spoiler in Carbon nehmen und der ist dann gar nicht mal so gigantisch, wie ich Sorge hatte. So, soweit bin ich zufrieden. Die Scheiben machen wir natürlich dunkler. Racer, der ist schöner Porsche, ganz elegant. Und, ja, das, was ich eben angesprochen habe, vom Lack her... Wir machen da jetzt nichts Wildes. Der soll sportlich aussehen, das tut er auch. Und er soll auch trotzdem noch elegant aussehen. Und deswegen machen wir da jetzt nichts Übertriebenes. Ein weißer Porsche. Grund ist unter anderem, dass ich in Leipzig Porsche ja gefahren bin. Allerdings den Carrera 911. Also kein GT4, sondern einen 911 Carrera S bin ich gefahren. Und der war unter anderem in weiß. Und das fand ich irgendwie, das hat was. Das ist so ganz schlicht und trotzdem schön. Ja, sieht schon geil aus, aber es sieht auch irgendwie ziemlich... silbrig aus. Das sieht gar nicht so richtig weiß aus. Wir machen, glaube ich, Klarlack-Weiß. Oh, das sieht aber schon ziemlich geil aus. Jetzt müssen wir die Felgen noch ein bisschen... Ja, doch, das wird schon was. Ich sehe es schon kommen. Wir können da gerne noch Nitro und Neon und so anpassen. Platinblau passt eigentlich dann in dem Moment ganz gut, finde ich. Weil es ja ein weißes Auto ist. Oder passt vielleicht sogar Lila? Boah, Lila sieht gar nicht so schlecht aus bei dem Weiß, oder? Ein weißer... Doch, ich glaube, wir machen... Weil ganz ehrlich, wann passt mal violettes Neon zu welchem Auto? Aber ich finde, zu weiß passt es. Ich habe es gerade hier an meinem Schreibtisch, habe ich so eine LED-Leiste, die ist gerade ungefähr genau auf diese Farbe eingestellt, weil ich finde es eigentlich ganz geil, die Farbe. Ist natürlich Geschmackssache. Klar, der eine oder andere mag jetzt sagen, oh Gott, wie kann der nur? Aber ich finde es eigentlich ganz nice. Tja, leider kann ich die Bremssättel ja noch nicht austauschen. Das wäre jetzt noch geil. Also Bremsscheiben kann ich wechseln, wobei die Serie schon ganz gut aussehen. Der hat ja schon sportliche Bremsscheiben drauf. Und für die Reifen müssen wir einen Multiplikator von 2 in der freien Fahrt erreichen. So, ich bin aber mit den Lampen vorne doch noch nicht ganz zufrieden. Ich finde das Neon gut. Das lassen wir so. Aber ich glaube, die Lampen machen wir doch einfach dunkel. So, jetzt ist er nämlich bis auf das Neon einfach schlicht sportlich. Und warte mal, die Lampen hinten... Ich glaube, die Lampen hinten lasse ich wirklich rot. Oder machen wir die schwarz? So, ich will ja jetzt auch nicht den ganzen Part hier rumtunen. Aber ich wollte ihn halt ein bisschen anpassen. Der war ja wirklich ganz Serie. Jetzt hat er zumindest so ein bisschen hier und da die Optik... Oh ja, doch. Hat ein bisschen was von einem GT3 S, auch wenn es natürlich ein GT4 ist. Aber so von vorne jetzt mit den Schlitzen und so hat es ein bisschen was von einem GT3 S. Und ganz, ganz schlicht weiß... schwarze Felgen und die originalen Felgen draufgelassen. Gefällt mir sehr gut. Man muss ja auch nicht immer übertreiben. Klar, bei dem einen oder anderen Auto machen wir ordentlich Sticker drauf. Bei dem Porsche kann man es auch mal ganz, ganz schlicht eingehen lassen, finde ich. So, wir machen weiter mit dem nächsten Rennen in der Rennkarriere. Dafür sollen wir einen Wagenstufe 225 haben. Ich bin leider erst bei 214. Da fehlt uns also noch eine ganze Menge. Gallo hat den Kampf gegen das Haus aufgegeben. Er ist wieder in alte Gewohnheiten verfallen und gibt sich damit zufrieden, in Silver Canyon Chaos zu stiften. Besiege seine Crew in einem Sprintrennen und er könnte seine Meinung vielleicht ändern. Ja, dann schauen wir doch mal. Jetzt haben wir natürlich gerade den Porsche, deswegen fahren wir jetzt auch erstmal in der Racer-Karriere weiter.
Drift und Offroad und so kommen dann später. So und nicht anders. So, wir fahren rechts rum. Und ich hatte auch schon Serie wirklich das Gefühl, dass er sich gut steuern lässt. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ein Racer muss ja nicht nur gut aussehen, das muss er auch, aber er muss sich vor allem primär gut fahren. Und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall schon bei dem ersten Rennen, was wir gemacht haben. Klar, da hat ein bisschen Leistung gefehlt, deswegen war es eng. Aber so von der Art und Weise her, wie er sich fahren lässt, wunderbar. Allererste Sahne. So, wir machen ganz kurz die Tafel oben und dann machen wir das Rennen. Beziehungsweise anscheinend machen wir erst noch kurz den Speedrun. Der hat sich jetzt gerade angeboten. Man nimmt dann immer, was gerade sich anbietet. Ich muss sowieso hier durch, weil wir müssen nämlich hier lang, wenn wir die Werbetafel machen wollen. Und die wollte ich ja eben mitnehmen. So, dann müssen wir nämlich hier durch. Speedrun, Tagesherausforderung abgeschlossen. Ah, wunderbar. So, da muss man dann auch mal so schräg, weil die Rampe geht woanders lang. Eieieiei, das arme Auto. So, hier finden wir jedenfalls das nächste Rennen. Verbannte. Für die Silver Six. Schließt er das Event innerhalb von 220 Sekunden ab? Ja, das kriegen wir ja wohl hin, oder? Die Zeit, die Challenges schaffe ich meistens. Dieser Typ sagt, er würde uns alle retten. Ein echter Held. Zeigt ihm, was wir mit Helden machen. Die Porsche Gang. Gaio, was ist los mit dir? Schaut's euch an, ey. Links von uns ein älterer 911 oder was das ist. Und da vorne der Kollege im GT4. Und ich ja auch im GT4. Da ist die Porsche Gang unterwegs. Gut, der BMW, der passt da jetzt nicht so ganz rein. Aber ansonsten ist hier die weiße Porsche Gang unterwegs. Das ist ja lustig. So, wir sind unterlegen, was die Leistung angeht, ja. Wir sollen 220 sein. Mein Wagen ist 200 oder noch mehr. Also auf jeden Fall bin ich bei den Leistungspunkten her unterlegen. Wir sollten also uns wirklich anstrengen, um das trotzdem zu gewinnen. Ja, so viel dazu. So sieht das bei mir aus, wenn ich mich besonders anstrenge übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet. Kümmer, Cassandra. Was ist dein Problem? Verzieh dich. Da fährt die erstmal rechts ran. Hey, ganz ruhig. Eieiei, das ist mir heute ein bisschen viel Lackkontakt ist mir das hier heute. Okay, aber ich denke, wir können das gewinnen. Wir müssen uns nur voll konzentrieren. Der Anfang war schon mal nicht so gut. Aber wenn ich da ordentlich fahre, dann sollten wir auch mit dem unterlegenen Porsche eigentlich gewinnen können. So viel zu dem. Also mein konzentriertes Fahren ist heute wirklich grausam. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich dafür jetzt schon mal. Kann nur besser werden. Da vorne fährt auf jeden Fall einer gut weg. Das ist Ghost. Ey, muss doch nicht direkt beleidigen. Der Ghost, der fährt vorne wirklich gut weg. Ich hoffe, dass wir den noch kriegen irgendwann. Wir kürzen einfach hier ein bisschen ab. So, ein bisschen Gelände notfalls. Der Wagen ist nicht geländetauglich, aber zur Not kann man da schon mal ein, zwei Meter über Schotter fahren. Das geht schon. So, und dieser Ghost, der denselben Wagen fährt wie ich, der macht mir da gerade ein bisschen Probleme. Aber eine schöne Strecke auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall vorne. Wir sollen, laut Challenge haben wir noch 1 Minute 50. Mal gucken, wie lange wir wirklich brauchen. Fangt mich doch! So, aber wirklich, also ich werde den Honda S2000 ein bisschen vermissen, weil er mir doch Spaß gemacht hat und weil wir ja auch lange mit ihm unterwegs waren, aber andererseits vermisse ich ihn auch schon nicht mehr, weil der Porsche wirklich ein wunderbarer Ersatz ist. Ich würde sagen, wir haben genau die richtige, ach guck mal, noch eine Tagesherausforderung abgeschlossen. Da haben wir genau die richtige Wahl getroffen für ein neues Racer-Auto, oder? Der wäre auch als Jack- oder Drift-Car oder sowas, wäre der nix. Und als Offroad-Wagen, das würde ich mir auch nicht antun wollen. Aber als Racer, finde ich, ist der super geil. So, ein bisschen Tunnelgejaule. Oh, und dann kommt wieder der Verkehr. Kannst du nicht aufpassen? Ja, genau. Kannst du nicht mal bitte auf deiner Gegenfahrbahn bleiben? Okay, wir sind 2 Minuten 50 unterwegs. Wir sollen ja unter 3,27 im Ziel sein am besten. Dann müssten wir bald im Ziel sein. Wir haben noch 1,4 Kilometer vor uns. Mal gucken, ob wir die Autolockzeit schaffen. Nicht mehr lange. Ich bin fast im Ziel. Es gibt einerseits die Autolockzeit und andererseits die Zielzeit von der Challenge. Die Autolockzeit ist allerdings kritischer. Insofern versuche ich erstmal die zu schaffen. 500 Meter sind es noch. Wir haben noch knapp 15 Sekunden für die Autolock-Challenge. Und wir haben beides geschafft. Und sogar gewonnen. Mit einem Wagen, der eigentlich zu schwach war. Nehmt das, ihr Bastarde! Er beleidigt heute, ne? Nehmt das, ihr Bastarde! Schlecht gelaunt oder was ist los, Kollege? So, 3,18, jawohl, das war aber wirklich ordentlich unter der vorgegebenen Zeit.
Und kriegen wir ein schönes Teil. Der Wagen kann es gebrauchen. Getriebe mit Bremsbonus. Hey, irgendwie mit den Getriebeteilen hat es der Wagen, ne? Ist, glaube ich, schon das dritte Getriebe, was er kriegt. Die scheinen ja das, das Spiel scheint zu meinen, dass der Wagen es nötig hat. Finde ich aber nicht. Wir tauschen das Teil ein und gut ist so. Damit machen wir hier in der neuen Racer-Karriere bei den Silver Six Fortschritte. Das ist natürlich sehr schön. Mal gucken, was Gaio für uns hat. Oh, eine neue Basislieferung. Das ist schon mal sehr gut. Lil Tai hat's noch drauf. Mann, ich hab den Jungs doch gesagt, dass du nicht verlernt hast. Den Jungs? Der Gang aus The Barrio. Die Sixth Street ist zurück, Mann. Wenn du dich uns anschließt, ist es genau wie früher. Alle fahren jetzt wieder zusammen? Ja, verdammt. Und die Anita macht immer noch ihre krassen Empanadas. Nur, dass wir jetzt ein bisschen später nach Hause kommen als damals. Mann, mit euch zu fahren weckt alte Erinnerungen. Fühlt sich gut an, hm? Das nächste Rennen ist am Airfield. Sehen wir uns da? Auf jeden Fall sehen wir uns da. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Er hat ja gesagt, wir haben eine neue Basislieferung. Es kann sein, dass wir sogar... Ja, wir haben noch zwei Stück. Dann sacken wir die doch mal ein. Mal gucken, was wir kriegen. 4 Token, 10.000 und Owen the Saints. Ja, ihr wisst es ja, die Huben verkaufe ich immer. Ich meine, selbst wenn ich sie einbauen würde, würde ich sie ja nie benutzen. So. 6 Teile Token, 20.000 Geld und nochmal dieselbe Hupe. Gut, wir verkaufen sie trotzdem. Wir können auch mal wieder so eine Premium-Dings aufmachen. Da habe ich auch noch 4 Stück von. Oh, das war mal ein kleiner Geldring hier. 20.000, 20.000, 20.000. Eiswagenhupe, das ist natürlich nicht schlecht. Und 5 Teile-Token. Komm, machen wir noch eine auf und dann ist aber gut für heute. Oh, da war Nitro drin. Lila Nitro, rosa Nitro, 20.000. 4 Token und 3 Token. Dankeschön. Das war schon sehr erfolgreich. Ach, guck mal, wir sind auch direkt hier beim Flugplatz rausgekommen. Und da wäre auch direkt das nächste Rennen. Inzwischen soll der Wagen Stufe 240 sein. Da sind wir noch weit von entfernt. Wisst ihr, was wir stattdessen mal machen könnten? Wir könnten mal hier die ein oder andere Herausforderung gegen Fahrer machen. Das Problem ist allerdings, wir sollten nicht gegen Offroad fahren mit dem Porsche. Wir sollten gegen Racer fahren. Hier zum Beispiel. Haben wir nämlich auch lange nicht mehr gemacht. Wir haben das am Anfang mal ab und zu gemacht. Aber es wird langsam mal wieder Zeit, dass wir ein paar Racer herausfordern in der offenen Karte. Auch das gehört ja zum Spiel. Und ich will das eigentlich machen. Nur da muss man dann irgendwie erstmal herausfinden, wo der lang fährt. Und dann muss man da hin und so. Und dann... Eigentlich ist es nämlich so gedacht, dass man die nur zufällig entdeckt quasi. Und wenn man dann gezielt zu denen will, dann muss man halt echt die abfangen, weil die fahren ja. Man kann sich leider nicht das Ziel setzen, zu denen zu fahren, sondern nur ein Ziel in der Nähe. Und dann muss man da selber möglichst schnell hin. Aber ich dachte mir, das kommt mal wieder, wäre mal wieder Zeit. Und wir werden mit dem Wagen fahren wir natürlich gegen Racer. Und mit dem... Ja, wenn wir gegen die Offroad-Fahrer fahren wollen, dann müssen wir natürlich uns den Offroad-Wagen nehmen. Ansonsten wird das mit dem Porsche schwierig im Gelände, glaube ich. Da ist er einfach nicht für gemacht. So, 145 kriegt der Wagen ja wohl hin. Aber hallo, aber so richtig. Seht ihr, und jetzt ist der Fahrer nämlich woanders lang gefahren. Der ist gar nicht hier lang gefahren, sondern der ist da unten lang gefahren. Jetzt bin ich wieder falsch. Jetzt kann ich nach da unten porten und hoffen, dass er dann da ist. Also das ist wirklich so eine... Wenn man das gezielt machen will, ist das echt so ein Hinterhersuchen. Aber jetzt kommt er, glaube ich, genau bei uns vorbei hier, oder? Ist er das? Wildcards, jawohl, im Golf. Wildcard im Golf hat eine Stufe 190, wir sind Stufe 214, den fordern wir heraus. Ist einer aus der Silver Six Crew. Schauen wir mal, ob wir den fertig kriegen hier. Der ist ja immerhin 24 Stufen unter mir. Boah, wir haben lange kein Outrun mehr gemacht. Das war dringend Zeit, ey. Ich hab Bock drauf. Eigentlich machen die Bock. Schauen wir mal, ob Tyler Wildcard besiegt kriegt. Ich gebe mein Bestes. Der Porsche braucht auf jeden Fall noch mehr Leistung. Wie gesagt, er ist schon 200 noch was, aber er braucht mehr Leistung. Leider ist es so, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen... Oh, jetzt hat er mich überholt. Das würde ich ein bisschen kritisieren, und zwar, dass man bei den Outrun-Rennen eine feste Strecke vorgegeben kriegt. Ich persönlich finde es cooler, wenn es so ein bisschen wäre wie bei Underground 2. Man kann die herausfordern und dann muss man einfach möglichst weit wegkommen und kann die sozusagen irritieren, indem man irgendwo abbiegt plötzlich oder so. Weil so fährt man quasi ein Rennen gegen die auf einer festen Strecke. Und ich persönlich hätte es halt spannender gefunden oder cooler gefunden, wenn man selber sich die Strecke quasi aussuchen kann. Und der hinten ist, muss quasi hinterher. So war es ja bei Underground 2. Fand ich persönlich besser gelöst. Aber gut. Haben die sich schon was beigedacht, schätze ich mal. Habe ich mir jetzt noch nichts beigedacht, dass ich die ganze Tinte liege. Meine Güte, können wir mal bitte überholen langsam hier. Da macht mich der Wildcard fertig. Ich meine, der ist auch gelb-orange so. Der ist jetzt nicht, der ist nicht schlecht. Aber 190 gegen 214 sollte ich doch wohl gewinnen können. Kann doch nicht sein, ey. Komm
komm, wir lenken den mal ein bisschen Crashes weg hier. Genau, Crashes gehören dazu und sagte er und machte selber einen. Ach, komm schon. Oh Mann, ey, der gewinnt noch. Guck mal, der hat schon 60 Punkte. Ich komm einfach nicht ran, der ist echt nicht schlecht. Vielleicht müssen wir den Porsche wirklich erst noch upgraden. Boah, der ist ja... Der ist super schnell. Sein Wagen ist 24 Stufen schlechter. Wieso ist er so gut? Wieso ist er so verdammt gut? Ah, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Och, das kann doch nicht sein, ey. Was eine Blamage, Alter. Ist das? Das ist ja nicht zu glauben. Was eine Blamage. Keine Schnitte hatte ich dagegen. Okay, Revancheversuch Nummer 1. Der ist mir davongezogen, selbst als ich keine Fehler gemacht habe. Ich meine, gut, ist eigentlich die Farbe sagt uns auch, dass er schwer ist angeblich. Der ist ja gelb. Angst vor Rennplan? Dann fahr rechts. Aber das kann eigentlich nicht sein. Wir hatten ihn ja zwischenzeitlich am Anfang, aber dann am Ende, als er einmal vorbei war, da war gar nichts mehr zu machen. Wir sollten den so ein bisschen irgendwo reinlenken am besten. Es reicht nicht nur, wir müssen weit vorne sein. So wenig, wie ich jetzt vorne bin, kriegen wir kaum Punkte. Ich hoffe, der Staub stört dich nicht. So, genau, wir krachen den einmal in die Wand. Das war mein Plan. Und jetzt fahren wir schön weit weg. Und dann kriegen wir hoffentlich ordentlich Punkte. Ja, das tat weh. Aua. Aber er ist auch weit hinten, alles gut. Jetzt habe ich schon 60 Punkte gleich. Ja, man muss auch mal ein bisschen crashen und so. Das gehört halt dazu. Er hat es ja selber gesagt. Okay, jetzt sollten wir es eigentlich gewonnen haben diesmal. Ja, oh, seht ihr. Yeah. Der Versuch war schon eher nach meinem Geschmack. Der erste war wirklich sehr peinlich. Unglaublich, dass dieser Typ Wildcard Probleme macht. Sowas lässt er nicht auf die Liste. Boah, der Porsche hämmert aber hier die Explosionen aus dem Auspuff raus, meine Güte. Ja, und dann ist hier so ein Jesse, weißt du, vom 1% Club, aber der hat einen Wagenstufe 260, da haben wir natürlich keine Chance gegen. Dann hier Lindsay, Stufe 290, da haben wir auch keine Schnitte. Brauche ich gar nicht erst versuchen. Hier, Black Mamba, Stufe 160, den könnten wir herausfordern tatsächlich. Der ist momentan auf dem Weg da oben hin, das heißt, wenn ich da hinporte, vielleicht kriegen wir den dann gerade so abgefangen. So, der müsste ja theoretisch jetzt auf dem Highway kommen. Mal gucken. Jawohl, da kommt er. Black Mamba. Und der dürfte in Focus S fahren. Jawohl, so ist es. Und grün ist er, weil er leicht ist. Dann fahren wir doch mal. Walle gegen die du schwarze gegen Mamba. Mich, okay? So heißt übrigens auch eine Achterbahn im Phantasialand. Kann ich empfehlen. Sehr schöne Achterbahn. So, weißer Focus S gegen weißen Porsche GT4. Wer wird das Rennen gewinnen? Ich hoffe natürlich der Porsche. Wobei der Focus ist ein geiles Auto. Ich mag ihn. Ich bin in Führung. Also es wäre peinlich, wenn der uns jetzt auch noch fertig macht. Der ist grün, der ist 54 Stufen unter mir. Wenn wir da keine Chance haben, dann weiß ich auch nicht. Aber gut, diese 260 und 290 Autos, die da teilweise rumfahren, da brauchen wir es halt wirklich gar nicht erst versuchen. Da werden wir null Chance gegen haben. Die fahren teilweise schon Hardcore Lamborghini und was nicht alles. Ich glaube, die sind dann von späteren Gangs, die erst noch kommen. Und da brauchst du es gar nicht erst versuchen, ey. So, wir sind schon weit vorne. Ich denke, den haben wir schon. Vielleicht können wir sogar direkt noch ein zweites Mal gegen den fahren dann. Der Wahnsinn! Das war Stufe 1 bei Black Mamba. Sieh dich besser vor, Kumpel. Sie heißt nicht umsonst Black Mamba. Black Mamba. Ja, und wie ist das mit Black Mamba? Können wir nochmal gegen den fahren? Hat der Bock? De Aaron, Anfänger, Stufe 310. Ich glaube, bei euch hackt es, ey. Anfänger, Stufe 310. Ja, wir könnten nochmal gegen Wildcard fahren. Der ist aber 220. Das dürfte heavy werden. Sollte man eigentlich schaffen können, wenn man ein gutes Rennen hinlegt. Oder den vielleicht nochmal so ein bisschen wegrammt. Nur leider bin ich auf der falschen Straße. Och nein. Das kann doch nicht sein, ey. Ich habe aber wirklich ein Pech heute. Jetzt ist das eine Straße mit lauter Brücken, weißt du? 214 gegen 220. Das dürfte hart werden. Aber ich denke, dass wir es schaffen können. Hey, wir zwei fahren jetzt ein Rennen. Wildcard gegen Walle Nummer 2. Bing, 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 bing. Fight. So, wir holen uns direkt mal die Führung. Ich hör den Golf hinter mir. Boah, der ist geil getuned, Mann, Alter. Das Rot mit dem Schwarz drauf, das sieht ja wohl mal mega nice aus. Also das muss man ihm lassen. Design sieht Hammer aus. So, eigentlich war mein Plan, dass wir den schön in die Wand hämmern, aber stattdessen hat er dasselbe mit mir gemacht. Das hat noch nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, komm schon, Mann. Wir müssen dringend den Porsche ein bisschen upgraden. Die Stufe ist in Ordnung, aber da fehlt einfach ein bisschen Nitro. Da fehlt ein bisschen Nitro-Power, da fehlt ein bisschen Nitro-Kapazität. Also, der Wagen schwächelt noch leider.
so schön er auch ist, er schwächelt. Und der Golf zeigt uns jetzt gerade schon wieder, wo der Hammer hängt, ey. Wenn man vom Golf fertig gemacht wird im Porsche, das ist immer ein bisschen traurig. Ich habe gerade ein Déjà-vu, der Golf macht uns schon wieder fertig. Alter, was ist denn mit diesem Wildcard los? Der ist einfach zu gut, der Boy. Ich komme nicht ran, selbst wenn ich perfekt fahre und Nitro einsetze, komme ich nicht an ihn ran. Doch, es ist leider vorbei, Tyler. Du musst es einsehen, es ist vorbei. Egal, wir werden nochmal gegen ihn fahren. Das gibt's nicht. Ich habe beim ersten Mal auch 2 Versuche gebraucht. Und von mir aus brauchen wir halt nochmal 2 Versuche, aber wir werden den heute fertig machen. Respektiere ich, er ist ein guter Fahrer. Er lässt sich eben nicht so leicht fertig machen. Aber am Ende zählt nur, dass ich dann irgendwann ihn fertig mache. Eieieiei. Ich meine, gut, jetzt ist es auch schon Stufe 2, ne? Nochmal schwieriger. Wir haben ja eben schon 2 Versuche gebraucht. So, ich dachte, wir können den da schon mal so ein bisschen abseits hämmern. Leider nicht. Er hat sich wieder eben abhängen lassen und dann kam er plötzlich und dann war ab da kein Aufholen mehr möglich. Wir müssen also das Überholen verhindern. Wenn er überholt, dann gewinnt er. Solange wir den also nicht überholen lassen, sind wir eigentlich in trockenen Tüchern. Jetzt sieht es gerade mal ganz gut aus. Wir sind schön vorne. Ah, der Porsche, der fehlt es an Durchzug. Auf der Geraden fehlt es einfach noch an Höchstgeschwindigkeit. Das dritte Mal wird dann nochmal härter. Da müssen wir den Porsche erst upgraden, glaube ich. 70 Punkte, er kommt. Ja, und das habe ich gerochen. Das habe ich gerochen, dass er da überholen wird, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und genau in dem Moment musst du dann den Sack zumachen, musst ihn loswerden und das Ganze dann doch noch verlieren. Ich sehe schon kommen. Och nein, Alter, bitte nicht. Das ist nicht mein Fall. Ich habe 95 Punkte. Ich hatte schon gerade eine große Klappe. Wenn Walle mit der großen Klappe anfängt, dann ist es meistens schon geschehen. 95 Punkte Vorsprung und das dann noch verkacken. Das kann doch nicht sein. Unfassbar, Alter. 95 Punkte Führung und ich versemmel es noch. Ich bin so ein Lappen. Wenn ich eine große Klappe kriege, dann ist es immer schon zu spät. Porsche, ich hab dich sehr lieb, aber du enttäuschst mich. Du wirst sofort zum Tuner geschickt und deine gammelige Gammelleistung wird jetzt erstmal ordentlich aufpoliert. Dieser Kack-Wildcard in seinem scheiß Golf, Alter. Ich werde richtig mad, wenn der mich da so abzieht. Ich war wieder selber schuldig. Ich denk so, ja komm, wenn du da jetzt so einen dummen Fehler machst, kurz vor Ende, dann bei 95 Punkten. Und dann gewinnt der das noch. Mit 95 Punkten Vorsprung. So, wir kaufen uns einen Block mit Nitro-Bonus. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und wir kaufen uns auch hier das Getriebe. Nee, Getriebe habe ich schon mehr als genug, danke. Wir kaufen uns ein paar Outlaw-Teile für den Wagen. Ach, der hat dringend Leistung nötig. Das geht so nicht, Mann. Da kriege ich nachts Albträume, wenn wir vom Golf noch einmal fertig gemacht werden. Aber immerhin, Outlaw mit Nitro-Bonus ist okay. So, damit ist der Wagen bei 225. Ich glaube, es war weniger die Stufe. Die Stufe war ja schon in Ordnung. Was ihm gefehlt hat, sehr gut, mit Nitro und Beschleunigungsmodus. Perfektes Teil. Es hat ihm weniger Stufe gefehlt, der war ja schon 220 oder so, sondern es haben ihm einfach Teile gefehlt mit Bonus drauf. Ein bisschen Beschleunigungsbonus hier, ein bisschen Tempobonus da. Das hat dem Wagen einfach gefehlt, dann kann man auch nicht gewinnen. Bitte kein Getriebe. Nein, ich habe genug von den Getrieben, Mann. Ja gut, das Teil ist sogar ganz gut, das können wir einbauen. So, wir holen uns noch ein Steuergerät, mal gucken, was wir da noch kriegen. Und dann sollte der aber auch wirklich den Wildcard fertig machen können, das kann doch nicht sein, ey. Bremsen und Beschleunigungsbonus, das ist in Ordnung, das nehmen wir mit. Was soll ich denn mit dem Sprungbonus, Alter? Aber okay, Tempo nehme ich mit. Damit ist der Wagen bei 241 und wenn wir jetzt immer noch keine Chance haben gegen Wildcard, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ist so peinlich, das sollte ich eigentlich einfach rausschneiden und so tun, als wäre es nicht passiert. Aber ihr müsst ja sehen, ihr müsst meine Tragödie ja sehen, das kann doch nicht sein. So, dann ziehen wir direkt mal weg jetzt hier. Ich glaube, es lag wirklich einfach daran, dass wir bis auf ein Teil, war alles Stock, also Serie noch. Ich glaube, es lag mehr daran, als daran, dass die Stufe zu niedrig war, weil 220 gegen 217 war ja okay. Aber mit den Serienteilen, da fehlt einfach so viel an Bonus. Ja, okay. Alles okay. Ich glaube, dass wir ihn nochmal eingeholt kriegen, anders als eben. Niemals. Wildcard ist mein Endgegner in diesem Spiel. Oder die Outrun-Rennen sind einfach wirklich hart. Kann ja sein, vielleicht sind die wirklich einfach hart, aber ansonsten ist Wildcard mein Endgegner in diesem Spiel, glaube ich. Unfassbar. Der muss ja auch denken, so, Junge, langsam habe ich keine Zeit mehr, wie oft soll ich dich noch fertig machen? Ja, so lange, bis ich gewinne, mein Lieber, so lange, bis ich gewinne. Aus dem Weg, Schwachkopf. Ja, nach so vielen Niederlagen noch eine große Klappe zu haben, ist schon ein Riskant, Tyler. Aber ich will nichts gesagt haben, meine Klappe ist sowieso immer die größte. Aber das werden wir jetzt gewinnen hier, keine Sorge. Ich habe das im Urin, dass wir das jetzt hier schaffen. Der ist halt einfach gut. Man muss es ihm lassen, ja? Schlecht fahren hin oder her, der ist einfach gut. Das muss ich neidlos anerkennen.
Ich hoffe, der Staub stört dich nicht. Tyler mit der großen Klappe, Alter. Sei lieber leise, Tyler. Wir wissen, was das uns bringt, wenn wir eine große Klappe haben. Wir wissen es beide. So, wir sind bei 43 Punkten. Also ich meine, man muss halt bedenken, dass wir ohne Tuning schon bei 95 Punkten waren. Das noch wegzugeben, ist halt schon riskant. Ist halt schon dumm. Das Problem ist halt, er ist die ganze Zeit bei mir. Und weil wir so nah beieinander sind, kriege ich keine Punkte. Wir müssen den eigentlich mal loswerden, indem wir den in die Wand rammen und uns dann ein bisschen wegsetzen, weil sonst kriegen wir keine Punkte. Da kann ich 20 Minuten mit dem durch die Stadt fahren. Ich mach dich fertig. Na, immerhin merkt man jetzt, dass der Wagen mehr Leistung hat. Es geht jetzt schon deutlich besser. Der geht mehr nach vorne. Und insgesamt lässt er sich besser fahren. Und jetzt schaffen wir es dann auch im dritten Versuch, vierten Versuch, ich weiß es nicht. Sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. Hat keiner gesehen. Okay, erzählt dir nicht weiter. Ja, danke. Hey, wir kriegen eine Basislieferung. Sehr schön. Nehmen wir mit. Danke. Habe ich nicht verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir nehmen sie gerne mit entgegen. Rotes Neon, 20.000 und 5 Teile-Token. Sehr schön. So, und hier ist so eine Box. Wollte ich immer schon mal gemacht haben. Haben wir jetzt schon öfters eine gesehen, aber ich habe sie bisher nie gemacht. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich glaube aber, dass wir die mit dem Cop-Auto machen müssen, also mit dem Audi wahrscheinlich. Erreiche den Fluchtpunkt. Doch, das geht auch mit dem Porsche. Also Auto ist egal quasi. Und genau, dann kommen nämlich die Cops. Ja, das wusste ich, dass es sowas im Spiel gibt. Haben wir aber bisher nie gemacht. Ja, danke. So werde ich also ins Spiel zurückgesetzt. Man findet irgendwo eine Kiste und muss dann möglichst schnell den Cops entkommen. Bitte Meldung. Problem ist nur, ja, danke, ich habe noch 3 Sekunden. 2, okay, wir haben neue Zeit dazu bekommen, alles gut. Aber die Cops sind hinter uns her. Also man hat so ein bisschen tatsächlich auch Cops in der offenen Spielwelt, halt durch diese Kisten-Events quasi. Scheiße! Jungs, lasst mich in Ruhe. Ich habe kein Runner-Auto am Start. Das ist nur mein Racer, der ist nicht so stark. Okay, verstanden, Adam13. Boah, der ist echt nicht so stark, der kriegt die Cops nicht weggeräumt. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht gut. Also heute ist eindeutig nicht mein Tag. Ich kriege heute gar nichts hin, Mann. Rennen verliere ich. Nee, Rennen haben wir sogar gewonnen. Aber immerhin hat mein Wagen jetzt die richtige Stufe. Insofern können wir beim nächsten Mal hier gegen Gaio fahren. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Es hat mir Spaß gemacht, aber es war auch ein bisschen hart für mein Herz. Insofern hoffe ich, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Ich freue mich über ein Däumchen. Vielleicht geht es mir dann besser. Und bis morgen bei Payback. Euer Walle, einen schönen Tag. Bye, bye.